Also es geht jetzt darum, aus einer Matrix ein lineares Gradientensystem zu machen. Und ich mache hier am Ende gleich die Null. Das hört sich für Sie ein bisschen elend an. Da geht es aber vor allem, wenn ich sowas habe, um Dimensionen des Lösungsraums. Also das heißt, ich will wissen, wie vieldimensional ist der Lösungsraum, und dann würde mir hier hinten ein Vektor eventuell das LGS kaputt machen. Und jetzt steht hier, ich habe hier eine Matrix A, die heißt 2, 3, 4, 4, 6, 8 und ein Vektor I. Und hier dazwischen steht ein Matrixprodukt. Wie muss denn der Vektor geartet sein, damit das Matrixprodukt überhaupt möglich ist? Sie erinnern sich, Matrixprodukt, da haben wir so ein Kreuz gemacht, das haben wir falsches Schema genannt. Und hier haben wir irgendwie eine Platzverschwendung gemacht. Wie sieht denn ein zugehöriger Vektor aus, sodass ich das miteinander multiplizieren kann? Ja, bitte? So ist es, ja. Also das heißt, x ist ein Vektor. Wir haben jetzt gerade festgestellt, er muss dreidimensional sein, wie auch immer. Wie sieht denn ein dreidimensionaler Vektor x aus? Ja? x1, x2. Dann schreibe ich das doch einfach mal hin. So, und jetzt rechnen Sie mal das hier. Das, was hier steht, aus, und dann lösen wir das, was da steht. Ja, wir interpretieren jetzt das a mal x gleich 0, also 2, 3, 4, 4, 6, 8 mal x1, x2, x3 gleich 0, 0 Vektor als LGS. Und wir haben festgestellt, dass der Vektor x1, also der Vektor x dreidimensional ist. Welche Dimension hat denn der 0 Vektor? Ja? Wie viel? Keine. Nee. Zwei. Ja, das ist ein Nullvektor mit zwei Nullen. Der Nullvektor ist immer linear abhängig. Ja, das hat damit aber noch nichts zu tun. Ja, völlig richtig. Also Sie sehen, ich habe hier eine 2-Kreuz-3-Matrix, habe mit einem dreidimensionalen X-Vektor multipliziert und einen zweidimensionalen Nullvektor herausbekommen. Also Sie sehen, das mal den plus das mal den plus das mal den nach hier. Also 2x1 plus 3x2. 2 plus 4x3 gleich 0, erste Zeile. 4x1 plus 6x2 plus 8x3 gleich 0. Das ist das LGS, und Sie sehen, hier stehen ein zweidimensionaler Nullvektor. Das ist jetzt unser LGS. Was müssen Sie machen, um das LGS zu lösen? Wir können oben erweitern mit 2 und unten mit 1. Ja, okay, ich mache so, wie Sie sagen. Also habe ich oben 4x1 plus 6x2 plus 8x3 gleich 0. Den zweiten multipliziere ich mit minus 1 und erhalte minus 4x1 minus 6x2 minus 8x3 gleich 0. Das steht über eine 0. Jetzt addiere ich das und ich erhalte 0 gleich 0. Und was bedeutet 0 gleich 0 bezogen auf die Frage der Anzahl der Parameter? Ist das eine? Ja. Eine? Nullenzeile. Also das heißt, Sie sehen, hier steht n gleich 1. Wir haben eine Nullenzeile. Und ja, wir fragen, wie viele Parameter hat das? Wie viele Parameter hat der Lösungsraum? Da sehen wir, es ist die Anzahl der Unbekannten. Die Anzahl der Unbekannten ist 3. Das ist quasi die Anzahl der Spalten. Also hier schreibe ich hin, Anzahl der Spalten, minus die Anzahl der Gleichungen. Wie viele Gleichungen habe ich? Ja? Zwei. Das ist die Anzahl der Zeilen plus die Anzahl der Nullenzeilen. Und die Anzahl der Nullenzeilen ist eine. Und tatsächlich steht hier an irgendeiner Stelle der Rang. Und es ist klar, je größer der Rang ist, ich schreibe das mal auf, also ich schreibe jetzt das mal so auf, je größer der Rang ist, desto Parameter. Irgendwas mit Parameter, und da schreibe ich dann noch was dahinter. Ja, bitte? Mehr Parameter. Also wenn hier viele Vektoren linear unabhängig sind, hier, wir haben hier nur einen. Und ein linear unabhängiger bedeutet, wir haben zwei. Wie viele Parameter hätten Sie erwartet? Einen. Bei so einer Matrix erwarten Sie einen Parameter. Nämlich Anzahl der Unbekannten bis Anzahl der Gleichungen. Die Nullenzeile ist ein Zufall. So, und die Nullenzeile haben wir warum gekriegt? Weil wir
einen niedrigen Rang haben. Je höher der Rang, desto weniger Parameter braucht. Von der Matrix wissen wir, die hat Rang 1. Rang 1 ist ein relativ niedriger Rang bezogen auf die Matrix. Wir hätten Rang 2 erwartet. Wo steht der Rang hier von der Intuition her? Vielleicht schreibe ich das auch nochmal anders hin. Das ist die Anzahl der Spalten minus die Anzahl der Zeilen minus die Anzahl der Nullenzeilen. Ja? Das hier. Das ist der Rang. Das heißt, Sie können die Anzahl der Parameter sich überlegen als die Anzahl der Unbekannten und der Rang sind die Zeilen, die nach vielen Umformungen am Ende noch als relevant übrig bleiben. Hier sehen wir, diese Zeile ist bezogen auf die da völlig irrelevant, die hätte ich gleich streichen können. Also das heißt, der Rang ist sowas wie die Anzahl der relevanten Zeilen beim LGS. Wie viele Zeilen sind relevant? Hier ist nur eine Zeile relevant. Das ist Rang 1. Und das heißt, die Anzahl der Parameter sind die Anzahl der Spalten, das sind die Anzahl der Unbekannten, minus dem Rang, minus dem, was als Anzahl der relevanten Gleichungen übrig bleibt. Ihre Frage. Ist es nicht ZD plus R? Da haben Sie recht, da haben Sie. Nein, ich habe das ausgeklammert. Schauen Sie, ich habe das hier ausgeklammert. Ja, da habe ich zu sehr drumherum gemacht. Also Sie haben recht, also das ist die Anzahl der Parameter, vielleicht schreibe ich das nochmal nach hinten. Die Anzahl der Parameter ist die Anzahl der Spalten minus der Rang. Und je größer der Rang, desto weniger Parameter. Gut, also wir wollen jetzt, da habe ich ganz vergessen vor lauter Rang, das LGS lösen. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben hier 0 gleich 0 und jetzt lösen wir noch das LGS. Ja, bitte. Nein, wir haben jetzt zwei Parameter. Jo. Und dann lösen wir nach x1 aus. So, das haben Sie jetzt in der Zeile gemacht. Dann haben Sie 2x1 plus 3s plus 4t gleich 0. Das lösen wir nach x1 auf. Was kriegen Sie raus? x1 gleich minus 3 halbe s minus 2t. Jawohl. Und dann kriegen Sie als Lösungsmenge, und das sind zwei Parameter, wie wir erwartet haben, also Anzahl der Parameter bei der Anzahl der Spalten minus der Rang. Oder wir können sogar das hier auch noch als Gleichung aufschreiben. Der Rang ist die Anzahl der Zeilen minus die Anzahl der Nullenzeilen. So können Sie auch den Rang berechnen. Also haben Sie hier die Lösungsmenge. Das ist die Menge aller x in r hoch 3 für die gilt. Ja. Und da schreiben Sie hin, dass x1 ist ja minus 3 halbe, ja, minus 3 halbe s minus 2t und das x2 war s und das x3 war t für alle s, t, ja. So, also nochmal, die Lösungsmenge ist die Menge aller, eigentlich schreibt man da x1, x2, x3, weil es ja eine Zeile ist, ja egal, Menge aller x1, x2, x3, Element r hoch 3, für die gilt, minus 3 halbe s minus 2t ist das x1, s ist das x2, t ist das x3 für alle s und t Element r, ja? Warum ist das r hoch 3? Das ist, weil das dreidimensional ist, ja, das ist diese 3 hier, deswegen ist das r hoch 3, x1, x2, x3, das wird durch die Anzahl der Spalten in der Matrix erzeugt. Noch eine Frage.